Ja, hallo und Servus auch von mir. Ich bin der Alex Reich, komme aus Mering, bin gelernter Metzger, Fleischermeister und zertifizierter Fleischsommelier. Wir haben eine eigene Metzgerei und sind schon seit 1922, gibt es unsere Metzgerei schon und sind mitten im Herz von Mering. Und ja, ich wollte euch natürlich auch ein paar Sachen dazu sagen, weil ja ich auch viel mit Stefan und mit Markus zusammenarbeite. Wir ergänzen uns ganz gut, weil wir halt regional alle ziemlich nah beieinander sind. Und wie gesagt, ich präsentiere euch halt einfach so ein paar Sachen, halt verschiedene Reifearten vom Dry-Aging her und was es halt so gibt. Es wird nicht so das typische Dry-Aging sein, wie man das kennt. Ich habe mich da ein bisschen abgehoben oder will einfach was anderes den Leuten präsentieren, was man halt nicht so kennt. Weil ich finde, dass das normale, die normale Trockenreifung, das normale Dry-Aging, wie man es kennt, so viel schon gibt oder häufig gibt. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier zwei schöne Fleischstücke. Einmal Entrecot und einmal das typisch klassische Porterhouse-Steak zum Fleischteil selber. Porterhouse-Steak kennen wahrscheinlich die meisten. Filet und Lendenanteil, großer Filetanteil und Entrecot, natürlich zwischen Lende und Ribeye liegt das, einer der feinsten Stücke eigentlich vom Rind. Ich will euch aber einfach ein paar Sachen dazu erklären und sagen, wie diese Reifung so, diese beiden Reifungen so abläufen. Hier sieht man jetzt, das ist jetzt wie gesagt das typische Porterhouse-Steak und zwar nicht mit dem typischen Dry-Aging. Wir haben einen Dry-Ager selber zu Hause. Ich habe mich spezialisiert darauf, dass man das Dry-Aging, habe das quasi ins Asche-Heu eingelegt, Buchenholzasche, die wo wir selber durch unsere Räucherkammer natürlich selber produzieren und natürlich durch heimisches Heu. Wird dann eingerieben damit, das kommt der komplette Rinderrücken vom Filet bis zur Lende am Knochen natürlich gereift und zieht es dann in einen Fleischsack ein und so kommt das ganze schöne Stück zu mir in den Dry-Ager und bleibt da mindestens 5 bis 6 Wochen drin hängen. Zum Entrecot, das wo man jetzt hier sieht, das ist eingelegt in Butter-Aged-Beef, wie es ich nenne. Ist auch schon vorher durchs Wet-Aging, durch die normale Vakuumreifung, 2 Wochen gereift, wird dann in den Buttermantel eingezogen, schön dick, wie man es sieht, und bleibt dann auch nochmal bis zu 4 Wochen in diesem Buttermantel bestehen und dadurch ergibt sich ein kleiner, so schmalziger Nachgeschmack dann im Fleisch, wo man dann sieht. Und beim Ascheheu ist es halt so, dass man halt hier den klassischen so ein bisschen dieses kohlige, heuige aus dem ganzen Fleisch ein bisschen rausschmeckt. Einfach, dass es halt nicht, dass es sie wie gesagt ein bisschen abhebt von dem normalen Dry-Aging. Und das testen wir natürlich heute auch im Märklinger natürlich. Wir fangen mal mit der Niedriggartemperatur an, machen das Ganze rückwärts, wie man sagt, und nicht wie die manchen Leute sagen, ja, Pfanne heiß machen, schön auf und dann lassen wir es ziehen. Nein, ich bin ein Verfechter eigentlich vom Rückwärtsgrillen, wie man das so ein bisschen sagt. Und würde sagen, wir backen die 2 Stücke, geben hier das Butter-Aged-Beef rein in den GN-Behälter, dass sie die Butter schön löst, schön aufgeht im Märklinger und dass sie den Saft von der Butter einfach nicht verlieren kriegt. Und das Porterhouse legen wir dann direkt auf den Rost, würde ich sagen, und lassen auch jetzt einmal gute dreiviertel Stunde bis zur halben Stunde, würde ich sagen, lassen wir das Ganze mal ziehen und zum Schluss braten wir das dann noch richtig schön an. Was ich natürlich auch noch zum Fleisch selber dazu sagen will, wir haben unsere Bauern in der Umgebung hier, wir sind jetzt hier in Rohrbach, selber kommen wir ja aus Mering, haben wir unseren Stand in Mering in der Metzgerei und unser Bauer, der Josef Steber, der ist natürlich von uns circa 2 bis 3 Kilometer weg. Also sprich, die Tiere haben auch einen relativ kurzen Transportweg in die Metzgerei. Und dass der Josef natürlich auch verschiedene Rinderrassen hat, von Angus bis zu Limousin bis zu Charolais Kreuzung.
Und seine Tiere leben natürlich nur auf Stroh, also in einem großen Laufstall. Und das merkt man natürlich auch an der Qualität. Die Tiere haben einfach ein schönes Leben. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal an. Legen jetzt das Fleisch ein. Da ist es natürlich perfekt im Märklinger. Man kann es jetzt natürlich indirekt ziehen lassen, schön bei 80 oder 100 Grad. Und danach kann man es richtig schön anbraten. Und ja, ich bin eigentlich sehr begeistert von dem Gerät auch, weil es so vielfältig ist. So, ich würde sagen, das würde so eine gute halbe Stunde dauern und dann werden wir den Ofen mal hochheizen, so auf ca. 250 bis 300 Grad und werden dann dem Fleisch noch die restliche Schärfe verpassen, den restlichen Geschmack. So, wir haben jetzt das Fleisch aus dem Ofen geholt, das war jetzt indirekt drin. Das Fleisch hat jetzt ungefähr ca. bei 80 Grad, war jetzt ungefähr ca. sagen wir mal 20 Minuten bis zu einer halben Stunde war es drin, bei einer Kerntemperatur bis 45 Grad. Haben zwischenzeitlich die Butter natürlich vom Butter-Age gelöst, weil natürlich sonst die ganze Butter sich auflösen wird und dann einfach im Ofen verschwinden würde. Und so habe ich die Butter jetzt in einen Topf eingelegt, die wir jetzt dann auch noch gleich mit aufköcheln, so dass wir die Butter dann quasi später als Saft hernehmen können. Den Ofen haben wir jetzt schön angefeuert, der hat jetzt eine ca. Gradzahl von 260 bis 270 Grad und jetzt werden wir dann das Fleisch direkt der Hitze aussetzen werden. So, zuerst lege ich das Porterhaus rein. Und jetzt noch das Butter-Age. Und zu guter Letzt natürlich der Butter indirekt. Braten wir jetzt natürlich 2-3 Minuten auf jeder Seite an, dass es eine schöne Kruste und schön kross ist. Und werden es dann anschneiden. So wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon das zweite Mal gedreht und werden es jetzt noch rausnehmen. Zuerst das Ascheheu Porterhaus und dann natürlich unser Butter. Jetzt werden wir das Ganze natürlich auch verkästigen, aufschneiden, dass man es auch sieht. Wie gesagt, wir haben es bei 45 Grad Kerntemperatur im Ofen zuerst ziehen lassen. Wie man sieht, löst sie das Fleisch auch schön vom Knochen. Ideal. Knochen. Wenn wir das Ganze natürlich auch aufschneiden. Was halt hier natürlich auch noch wichtig ist, man soll es halt erst nach dem Grillen würzen, nicht vor dem Grill. Am besten mal zuerst einfach ohne Gewürz probieren, dass man den Geschmack vom Asche und vom Heu natürlich auch rausschmecken kann. Das Filet. Legen wir das hier noch sauber auf. Butter geht aus. Butter ist auch soweit. Wenn wir das Ganze noch sauber auflegen. So.
Natürlich wieder bei den Gamma-Toten ist es natürlich jedem selber überlassen, wie er es gart oder wie er es macht, Medium, Medium Rare. Oder machen es auch durch. Aber bei solchen feinen Stücken würde ich es noch empfehlen, gut Medium zu machen, dass man natürlich auch den Geschmack von dem Ganzen spürt oder schmeckt. So, Butter. Würzen tue ich das Ganze jetzt mal nur ein bisschen auch mit Stefan seiner Eigenkreation. Das Knuspersalz, Robert hat Knuspersalz, aber nur leicht, dass es vom Ding her ein bisschen Geschmack kriegt. So, guter Letzt noch ein bisschen das i-Tüpfelchen, die Butter, nicht dass der Kunde sagt, er hat für die Butter ein Geld ausgeben. So, und so würde ich sagen, wäre das ein perfekt angerichteter Teller zum Grillen, wo man sagen kann, das kann man glaube ich essen. Vielen Dank.